Herzlich willkommen! Mein Name ist Alexander Kolmogorzew und ich möchte Ihnen im Rahmen dieses Erklärvideos den Ducke Performer for SubBW und das Zusammenspiel der einzelnen Module vorstellen. In diesem Video möchte ich Ihnen insbesondere das Modul Modellierung präsentieren. Dieses Modul ist vor allem in folgenden Bereichen einsetzbar: Business Content Objekte in eigene Namensräume übernehmen, Generierung von Info Objects auf Basis von Data Sources, Objekte offline modellieren, dokumentieren sowie exportieren, sowie der Einsatz in Migrationsprojekten. Wir haben uns entschieden, Ihnen den letzten Punkt im Detail zu erklären, da derzeit in vielen Unternehmen Altsysteme durch BW on HANA oder BW for HANA Lösungen ersetzt werden und der Docker Performer solche Projekte vereinfacht und beschleunigt. Eigentlich ist das ja eine ideale Gelegenheit, sich für den Greenfield-Ansatz zu entscheiden und das System also richtig aufzuräumen und nur die relevanten Datenflüsse und Objekte zu kopieren, sowie gleichzeitig neue Namenskonventionen einzuführen und alte DSOs, Infocubes und Multiprovider in HANA-kompatible Objekte zu migrieren. Ohne technische Hilfsmittel erfordert dieser Ansatz leider enorme personelle und finanzielle Ressourcen, sodass diese Chance zwar oft erkannt wird, sich der Nutzer aber aus Kostengründen häufig für einen Brownfield-Ansatz entscheidet. Ich möchte mit Ihnen nun anhand eines Fallbeispiels eine solche Migration live durchführen und Ihnen zeigen, wie simpel und schnell solch eine Aufgabe realisierbar ist. Kommen wir also zum Projekt und der Ausgangslage. Die dargestellten BW-Objekte sollen aus einem Altsystem importiert, dann in HANA-kompatible Objekte transformiert und schließlich in ein neues BW4HANA-System exportiert werden. Dabei sollen die enthaltenen Info-Objects in einen neuen Namensraum gebracht werden. Nach der Migration der Workbench-Objekte sollen dann die Queries, die wiederverwendbaren Kennzahlen sowie die Variablen auf die neuen HANA Composite Provider kopiert und ebenfalls in den neuen Namensraum gebracht werden. Im Zuge der Nachbearbeitung müssen im ABAP-Coding verwendete Objekte des alten Datenflusses identifiziert werden. Falls solche Referenzen gefunden werden, gilt es sich im Verlauf des Projekts zu überlegen, wie damit umgegangen wird. Zu guter Letzt soll das gesamte Projekt noch strukturiert und übersichtlich dokumentiert werden. Nachdem ich Ihnen das gesamte Projekt vorgestellt habe, stellt sich jetzt die Frage der konkreten Durchführung. Eine manuelle Realisierung dieses Projekts in SAP stellt sich als extrem aufwendig dar. Ich allerdings habe das Glück, dass ich das Projekt mit dem Docker Performer durchführen und Ihnen dadurch die Effizienz dieses Tools aufzeigen kann. Bei der exemplarischen Durchführung werden Sie sehen, dass solch ein Projekt wie in unserem Beispiel nicht mehrere Tage, sondern weniger als eine Stunde in Anspruch nimmt. Also starten wir die Software und beginnen direkt mit der Umsetzung des Projekts. Um die zuvor erwähnten Objekte in einen neuen Namensraum zu bringen, importiere ich diese zunächst in den Docker Performer, benenne sie um und exportiere sie anschließend wieder in das System. Und so sieht die konkrete Durchführung in der Software aus. Während der gesamten Durchführung dieses Projekts wird in der oberen rechten Ecke ein Timer eingeblendet, um Ihnen einen Überblick bezüglich des zeitlichen Aufwands zu geben. Zunächst kopiere ich den Info-Provider sowie die Info-Objects. Hierfür öffne ich das zuvor im Docker Performer angelegte Projekt namens Bestellhistorie. Durch einen Rechtsklick setze ich das Projekt auf Aktiv und gehe anschließend direkt in den Bereich Import Entities from SAP. Hier wähle ich als erstes das Quellsystem aus. Da ich ein InfoCube und ein DSO importieren möchte, deaktiviere ich die Checkboxen für den Objekt Multiprovider und wähle die beiden anderen Objekttypen aus. Die Objektversion belasse ich auf A, wobei hier alternativ auch die Version D wie Delivery auswählbar wäre. Damit besteht die Möglichkeit, Objekte auch aus dem Business Content zu importieren und in einen Non-SAP-Namensraum zu überführen, ohne dass zuvor Content-Objekte aktiviert werden müssen.
In den Projekteinstellungen können gegebenenfalls mehrere Quellsysteme eingestellt werden, sodass der DokuPerformer auch zur Konsolidierung mehrerer Systemlandschaften einsetzbar ist. Der Im- und Export funktioniert auch, wenn die Quell- und Zielsysteme unterschiedliche Release-Stände haben. Aber kehren wir zu unserem Projekt zurück. Um die beiden zu importierenden Info-Provider auszuwählen, gebe ich die Anfangsbuchstaben ZSR in die Filterzeile ein und nehme zunächst den Cube in den Bereich der zu importierenden Objekte auf. In der Spalte New Technical Name ändere ich den Wert auf RSR-A001, wähle als zu importierenden Objekttyp Advanced Data Store und starte anschließend den Import. An dieser Stelle hätte ich natürlich auch den Objekttyp für das zu kopierende Objekt auf InfoCube belassen können, falls das Zielsystem anders als bei diesem Projekt kein HANA-System wäre. Die untere Statuszeile zeigt den gerade ausgeführten Schritt an. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass die Info-Objects bisher nur aus dem SAP-System gelesen und in die Datenbank des DokuPerformers geschrieben werden. Im SAP wird bis zum Export also nichts angelegt. Für das spätere Anlegen der Objekte werden im Fall von alten Objekten wie DSOs und InfoCubes Standard-SAP-Funktionsbausteine genutzt. Im Fall von neuen Objekten wie ADSOs sind kundeneigene Funktionsbausteine notwendig. Diese werden zusammen mit dem DokuPerformer ausgeliefert und können von dort aus automatisiert in das SAP eingespielt werden. Der ausführende Benutzer muss sich dabei mit seinem SAP-User am System anmelden und dabei werden seine Berechtigungen geprüft. Der Import ist nun beendet. Schauen wir uns zunächst den Aufbau des Info-Providers an. Das ADSO enthält ausschließlich Business Content Info-Objects und ich werde nun in einem Schritt die Umbenennung der Info-Objects realisieren. Dafür klicke ich die Schaltfläche Rename Info-Objects an. Zu sehen sind nicht nur die direkt enthaltenen Objekte, sondern auch deren Attribute, Klammerung und so weiter. Das Projekt besagt, dass die neuen Info-Objects mit dem Präfix SR beginnen sollen. Um diese Umbenennung durchzuführen, gebe ich den Präfix ein und schneide die ersten beiden Stellen der Originalnamen ab. Anschließend nutze ich die Funktion zur automatischen Kürzung der technischen Namen auf die maximal erlaubte Länge. Durch das Abschneiden können Duplikate entstehen, die nun manuell nachgearbeitet werden. Ich sortiere zunächst die Objekte nach dem technischen Namen und ersetze dann einfach die letzte Stelle durch eine aufsteigende, durchnummerierte Zahl. Natürlich könnte ich hier auch jedes einzelne Objekt an die eigene Namenskonvention anpassen. Man sieht übrigens, dass nicht alle Business Content Info Objects umbenannt werden. Der Grund ist, dass einige Objekte identifiziert wurden, die nicht umbenannt werden dürfen, wie beispielsweise 0 Fisk Pair. Diese Liste lässt sich in den Projekteinstellungen anpassen und kann individuell erweitert werden. Nach dem Speichern und Schließen des Umbenennungsdialogs ist zu sehen, dass der Info-Provider nicht mehr nur aus 0 Objekten aufgebaut ist, sondern die gerade umbenannten Objekte enthält. Als nächstes importiere ich ein DSO, ebenfalls mit Level 0 und als ADSO. Ich hätte das DSO zuvor auch in einem Schritt gemeinsam mit dem Cube importieren können. Aber ich möchte nun zeigen, wie sich das System verhält, wenn bereits umbenannte Objekte nochmals importiert werden. Das DSO enthält also Info-Objects, die bereits beim Import des Cubes umbenannt wurden. Nach dem Import erscheint dieser Dialog, in dem vorgeschlagen wird, die zuvor umbenannten Objekte zu verwenden, sodass die Objekte im Projekt konsistent bleiben. Als nächstes schauen wir uns kurz die Liste der modellierten Objekte an und sehen die beiden umbenannten und transformierten ADSOs innerhalb des Projekts. Ich könnte nun die importierten Objekte nachbearbeiten, also beispielsweise in diesem ADSO neue Gruppen oder einem Merkmal weitere Attribute hinzufügen. Aber in unserem kleinen Projekt sollen die Objekte nicht weiter geändert werden und als nächsten Schritt
exportiere ich nun alle neuen Objekte in das neue Zielsystem BI1. Dieses könnte beispielsweise ein BW-ON oder BW-4HANA sein. Hierfür übertrage ich die ADSOs per Drag and Drop in den Exportbereich. Anschließend lege ich den Katalog fest, in den die Info-Objects exportiert werden sollen. Das Exportieren von Info-Objects in Info-Areas ist erst ab SAP BW 7.5 SP08 unterstützt. Für die Info-Provider wähle ich jeweils die Info-Area aus. Um zu verhindern, dass es beim Anlegen bzw. beim Aktivieren der Objekte im Zielsystem Probleme gibt, muss ich vor dem tatsächlichen Export eine Überprüfung durchführen. Dabei wird vor allem geprüft, ob die verwendeten Business-Content-Objekte im Zielsystem existieren. Fehlende Objekte erhalten nach der Prüfung einen Eintrag im Feld Status mit dem Hinweis, dass diese Objekte durch Aktivierung von Business-Content angelegt werden müssen. Verwendete Objekte, die bereits im Zielsystem existieren, werden beim Anlegen der neuen Objekte einfach wiederverwendet. Das stellt also kein Problem dar. Für bereits existierende Merkmale wird aber geprüft, ob das Objekt im Modellierungsprojekt hinsichtlich der Klammerung und Referenzen mit dem Objekt im Zielsystem übereinstimmt. Falls nicht, wird eine Warnung angezeigt. Grundsätzlich ist zu sagen, dass im Zielsystem keine bestehenden Objekte verändert werden, sondern nur neue Objekte angelegt werden. Zu guter Letzt starte ich nun den Export, was einen kleinen Augenblick dauern kann. Der DokuPerformer legt zunächst alle Info-Objects nacheinander an und aktiviert diese anschließend gemeinsam in einem Schritt. Dabei werden alle Abhängigkeiten der Objekte untereinander berücksichtigt und die Aktivierungsreihenfolge entsprechend gewählt. Man kann nun live mitverfolgen, wie die Objekte in SAP angelegt werden. Bei Objekten, die grün werden, handelt es sich um aktivierte Objekte. Schauen wir uns die Info-Provider an. Wie man sehen kann, wurden auch diese erfolgreich angelegt. Nachdem die Objekte umbenannt wurden, werde ich anschließend die Queries, welche auf dem InfoCube liegen, umbenennen und kopieren. Im Gegensatz zu dem alten Datenmodell sollen diese jedoch auf einem neu angelegten HANA Composite Provider kopiert werden, der auf Basis des alten InfoCubes angelegt wird. Zudem erstelle ich eine Transformation zwischen den neuen ADSOs. Das Anlegen des HCPRs mit Eclipse sowie die Erstellung der Transformation habe ich in diesem Video übersprungen, da an dieser Stelle die Standardfunktionalität von SAP verwendet wurde. Hier ist der neu angelegte HCPR sowie die Transformation zu sehen. Bevor ich mit dem Projekt fortfahre, möchte ich Ihnen zunächst zwei allgemeine Informationen bezüglich des Kopierens von Queries beschreiben. Die Queries können auch dann kopiert werden, wenn der Ziel-Info-Provider andere Info-Objects enthält als der Quell-Info-Provider. Zudem können beim Kopieren mehrerer Queries auch mehrfach verwendete, berechnete oder eingeschränkte Kennzahlen mitkopiert werden. Bei der SAP-Standardfunktionalität ist das wiederum nicht möglich, da dort eine mehrfache Anlegung dieser Objekte stattfinden würde. Kommen wir wieder zurück zu unserem Projekt. Mit der Schaltfläche Copy Reporting Elements leite ich den ersten Schritt des Kopiervorgangs ein. Anschließend wähle ich das Quellsystem und den Objekttyp Queries aus. Danach selektiere ich eine der auf unserem alten Cube liegenden Queries, indem wir in der Filterzeile den technischen Namen dieser eintragen. Als Zielinfoprovider trage ich den vorab generierten HCPR VSR-H001 ein. Im nächsten Schritt stelle ich dann das Mapping zwischen den alten und den neuen Objekten her und drücke dazu die Schaltfläche Next. Im Hintergrund wird nun die Query-Definition aus SAP abgerufen und es werden alle Elemente identifiziert, die einen eigenen technischen Namen besitzen.
Das sind neben den Info-Objects auch Reporting-Elemente wie Variablen, berechnete und eingeschränkte Kennzahlen sowie Strukturen und Filter. Zudem ist es möglich, die technischen Namen des Reporting-Elements sowie seine enthaltenen Objekte manuell umzubenennen. Zunächst lege ich den Namen der neu zu erstellten Query fest und führe anschließend einen Consistency-Check durch. Hierbei überprüft der Doku-Performer, ob die neue Query valide ist, die technischen Namen korrekt und ob die notwendigen Objekte im Zielsystem vorhanden sind. Das Ergebnis zeigt, dass fast alle Objekte rot markiert sind, was bedeutet, dass noch manuelle Anpassungen nötig sind. Betrachten wir zunächst die Info-Objects. Diese sind ungültig, da die alte Query die Business-Content-Info-Objects des alten InfoCubes verwendet und diese aufgrund der Umbenennung nicht im neuen Info-Provider enthalten sind. Für jedes Info-Object wird geprüft, ob es im Ziel-Info-Provider vorhanden ist. Ansonsten wird die Erstellung der Query verhindert. Dieses Problem lässt sich leicht beheben, da sich der Doku-Performer Umbenennung der einzelnen Info-Objects voriger Schritte gemerkt hat und diese mittels der Schaltfläche Propose Replacement of Tag Names vorgeschlagen werden. Wenn wir den Consistency-Check nochmals ausführen, so sehen wir, dass nur einige der Mahnungen beseitigt sind. Nun sind weitere Mahnungen bezüglich wiederverwendbarer Kennzahlen zu sehen. In diesen Mahnungen wird beschrieben, dass Objekte mit dem gleichen technischen Namen bereits im Zielsystem vorhanden sind. Folglich müssen auch sie umbenannt und dann durch das Modellierungstool auf Ebene des neuen HCPRs neu angelegt werden. Bei den Mahnungen zu Variablen verhält es sich so, dass diese auf Info-Object-Ebene definiert sind. Da auch diese Info-Objects umbenannt werden und Variablen mit gleichen technischen Namen auf bereits anderen Info-Objects im Zielsystem vorhanden sind, müssen auch die Variablen umbenannt werden. Die Variablen werden dann vom Modellierungsmodul erstellt. Ich führe erneut einen Consistency-Check durch und der Doku-Performer informiert mich, dass die Variablen und wiederverwendbaren Kennzahlen neu erstellt werden. Nun ist der Zustand erreicht, in dem die Query angelegt werden kann, da keine weiteren Warnungen mehr vorhanden sind. Nach dem Einchecken der Werte durch Apply Target Values werden diese Daten verändert, sodass der aktuelle Stand im Modellierungsmodul abgebildet wird und es bereit ist, in die SAP-Tabellen zu schreiben. In unserem Fall steht laut diesem Dialogfenster der Erstellung der Query nichts im Wege und durch die Schaltfläche Start Creation initiiere ich den Kopiervorgang. Anschließend erhalte ich einen Return Code gleich 0, was bedeutet, dass es keine Fehler beim Kopieren der Query gab. Nach der Erstellung der ersten Query schließe ich diesen Bereich und öffne den vorigen Tab. Anschließend wähle ich die zweite Query aus. Differenziere sie durch eine kleine Umbenennung von der ersten Query. Klickt man nun auf die Schaltfläche Propose Replacement of Tag Names, so ist der erste Consistency-Check direkt korrekt, da sich der Doku-Performer die gesamten Umbenennungen der ersten Query gemerkt hat. Nun klicke ich wieder auf Apply Target Values und Start Creation, um die Query anzulegen. Um zu überprüfen, ob das Kopieren der Query erfolgreich war, kann zusätzlich die Struktur der alten und neuen Query verglichen werden mittels der Analysefunktion Analyse Vergleich von Objekten. Dafür klicke ich zunächst auf die Checkbox Vergleichen, suche die Quell- und Zielqueries und ziehe diese per Drag and Drop in die rechten Bereiche. Durch diese Gegenüberstellung können die Queries durch paralleles Scrollen bequem miteinander verglichen werden. Zudem können die Unterschiede durch die Funktion Automatisierter Vergleich farblich gekennzeichnet werden. Bei näherer Betrachtung ist zu erkennen, dass die Strukturen der Queries zwar identisch sind, aber gleichzeitig einige Elemente rot markiert sind. Bei diesen handelt es sich um wiederverwendbare Objekte, beispielsweise berechnete oder eingeschränkte Kennzahlen, welche wir beim Kopiervorgang umbenannt und kopiert haben.
Somit wurde der zweite Schritt des Projekts erfolgreich durchgeführt. Um das Projekt abzuschließen, müssen zu guter Letzt weitere Nachbearbeitungen stattfinden. Der Doku-Performer fungiert hierbei als unterstützende Komponente und identifiziert beispielsweise Web-Templates, BO-Objekte sowie ABAP-Coding, welche auf die nun veralteten Objekte referenzieren. Durch die Unterstützung des Doku-Performers können solche Verweise anschließend manuell aktualisiert werden. Zunächst möchte ich ermitteln, in welchen Reporting-Objekten die alte Query verwendet wird. Dafür öffne ich die Funktion Verwendungsnachweis für BW-Objekte. Wähle den Objekttyp Query aus und suche die obsolete Query. Anschließend starten wir die Analyse. In diesem Beispiel prüfe ich die Verwendung der Query in Web-Templates sowie in BO-Objekten und starte die Analyse. Das Analyseergebnis zeigt an, dass die Query in diesem Web-Template sowie in den beiden dargestellten BO-Objekten verwendet wird. Durch diese komfortable Identifizierung kann anschließend eine manuelle Anpassung in SAP erfolgen. Um die Info-Provider des Datenflusses 1:1 ersetzen zu können, müssen auch alle Stellen im Coding des SAP-Systems angepasst werden, wie beispielsweise Transformation oder Info-Objects-Routinen. Um solche Stellen zu identifizieren, verwende ich erneut die Funktion Verwendungsnachweis für BW-Objekte. Ich führe einen Verwendungsnachweis für die Info-Provider des Datenflusses aus. Und aktiviere in diesem Fenster die Prüfung für das ABAP-Coding. Das Ergebnis der Analyse stellt alle Stellen im ABAP-Coding dar, in dem die Info-Provider selbst oder in Tabellen der Info-Provider verwendet werden. Wird ein DSO in Transformationsregeln des Types aus Datastore lesen verwendet, würde auch dieses Ergebnis von dieser Funktion geliefert. Zu guter Letzt muss eine manuelle Anpassung mittels der Standard-SAP-Funktionalitäten erfolgen, um die Hauptaufgaben dieses Projekts zu realisieren. Abschließend möchte ich den gesamten Datenfluss, welcher für das Projekt relevant ist, dokumentieren. Der Doku-Performer bietet hierfür eine Dokumentation auf Knopfdruck. Eine vollständige Dokumentation des gesamten Projekts und der relevanten Objekte wird durch das Szenario ermöglicht. Dem vorab angelegten Szenario Projekt 1 HANA Migration habe ich bereits die für das Projekt relevanten Objekte zugeordnet. Diese sind in der rechten Spalte zu sehen. Durch einen Doppelklick öffne ich den Szenario-Designer. Wie man sieht, sortiert der Doku-Performer die verschiedenen Objekte den einzelnen Kapitel automatisch zu. Um das Szenario zu dokumentieren, klicke ich auf den oberen Button und kann anschließend das Format der Dokumentation festlegen. Im letzten Schritt muss ich auf die Schaltfläche Export klicken, damit der Doku-Performer die Dokumentation erstellen kann. Im Dokument sehen Sie nun den Inhalt aller relevanten Objekte unseres Projekts, strukturiert und übersichtlich dargestellt. Das war der letzte Schritt dieses Projekts und somit wird der gesamte Auftrag nach ca. 26 Minuten finalisiert. Bei einer manuellen Durchführung über Standard-SAP-Funktionalitäten hätten wir zu diesem Zeitpunkt vergleichsweise erst 3% des Projekts vervollständigt, da dieses Projekt ohne den Doku-Performer etwa 16 Stunden Arbeit beanspruchen würde.
In der Praxis sind solche Projekte zumeist viel komplexer. Das hat wiederum zur Folge, dass eine höhere Anzahl an Objekten migriert werden muss, was den Zeitaufwand bei einer manuellen Migration exponentiell steigen lässt. Kommen wir zum Fazit. Wie Sie mitverfolgen konnten, beschleunigt der Doku-Performer solche Projekte und bietet Ihnen viele komfortable Funktionalitäten. Durch das schnelle Sammeln, Umbenennen und den automatisierten Export der Objekte wird enorm viel Zeit und somit Kosten eingespart. Dies hat zur Folge, dass es zu einer drastischen Verkürzung der Projektlaufzeit kommt. Gerade dadurch fällt die Entscheidung für einen Greenfield-Ansatz deutlich leichter. Ein weiterer Punkt ist die Vermeidung von Übertragungsfehlern. Durch die hohe Automatisierung werden Fehler vermieden, die bei manuellen Übertragungen zwangsläufig entstehen würden. Die mühsame Erkennung von Abhängigkeiten der Objekte wird beispielsweise durch den ABAP-Scan deutlich vereinfacht. Wie in unserem Fallbeispiel gezeigt, lässt sich schnell erkennen, an welchen Stellen im Coding Verweise auf alte Objekte angepasst werden müssen. Mit diesem Erklärvideo konnte ich Ihnen die Effizienz des Doku-Performers veranschaulichen und vor allem das Modellierungsmodul näher bringen. Falls Sie sich über die in diesem Video nur kurz präsentierten Module Dokumentation, Analyse und Kommentierung informieren möchten, so empfehle ich Ihnen unsere Webseite. Dort finden Sie zahlreiche Informationen sowie weitere Erklärvideos. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.